Jo Leute, und damit auch erstmal ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 4, das Remake. Ja, wir waren ja hier soweit fertig. Das heißt, wir machen uns jetzt auf, um endlich Ashley aus der scheiß Kirche dazu holen beim Friedhof. Warte mal, hier war ich noch nicht drin, ne? Stimmt, hier wollte ich mal gucken, wo das hinführt. Kann ich hier überhaupt irgendwie was dran machen? Ja, das funktioniert. Okay, mal gucken, wo das hingeht. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Willkommen, Fremder. Ist, glaube ich, das erste Mal, dass du dich auf dem Schießstand versuchst. Ah, der Schießstand. Eine Regel. Schieß auf die Schießscheiben, die nacheinander auftauchen. Einfacher geht's kaum. Warum ist der so leise, der Händler? Oh, was haben wir hier? Jeton-Automat. Mit 3 silbernen oder goldenen Jetons können Sie an Jeton-Automaten einen zufälligen Talisman ziehen. Okay. Je mehr goldene Jetons Sie einsetzen, desto höher die Wahrscheinlichkeit, einen seltenen Talisman zu ergreifen. Ich habe keine Ahnung, ob ich das richtig ausspreche, bin ich ehrlich. Okay, da haben wir noch nichts. Die können wir wahrscheinlich hier verdienen. Jetzt halt mal die Gusche da hinten. Schießstandregeln. Zerstöre die Piraten und erreiche den Highscore. Waffen und Munition sind unbegrenzt verfügbar. Doch noch dazu kostenlos. Basierend auf deinem Ergebnis verdienst du Jetons, mit denen du... Ja, okay, das ist klar. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir das nochmal. Okay, wusste gar nicht, dass es einen Schießstand gibt. Gab es den im Original auch? Da bin ich mir gerade gar nicht sicher. Okay, Dynamit. Die Matrosen dürfen wir nicht abballern. Okay, alles klar. Dürfte, denke ich mal, relativ verständlich sein. Manche der Scheiben sind nicht aus Pappe, wenn du so willst. Da ist es mit einem Schuss allein nicht getan. Okay, dann würde ich sagen, machen wir mal hier. 3, 2, 1, leg los. Oh Gott, erstmal wieder reinkommen. Lange her, dass ich mit Controller wieder gespielt habe, aber ich denke mal, das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Was mach ich? Vielleicht gar nicht so schlecht, so ein kleines Schießtraining. Oh, der war nice. Unser Spiel ist vorbei. Okay. Na, 23 von 27. Schade. Aber 2 haben wir bekommen. Einmal will ich noch. Ich würde sagen... Pass auf, dass du zwischen den ganzen kleinen Fischen nicht die großen übersiehst. Machen wir dieselbe nochmal oder machen wir die nächste? Ich würde sagen, wir machen mal die nächste. Können wir auch mal das Scharfschützengewehr ausprobieren. Das haben wir bis jetzt noch gar nicht gesehen. Oh Gott. Oh Gott, das geht schon gut los. Die Sniper ist irgendwie ein bisschen ekelhaft mit Controller, muss ich sagen. Warte mal, wie kann ich zoomen? So. Ja, okay, ist schon besser. Aber noch nicht ideal. Ich glaube, hier wäre ich mit Maus und Tastatur doch deutlich besser dran. Ah, reloaden. Okay, das würde eine schlechte Wertung geben. Das sehe ich jetzt schon. Habe ich noch eine andere Waffe? Nee, ich habe wirklich nur die. Ja, kommt. Okay, die Sniper ist ja anders, Aids. Aber vielleicht liegt's auch an mir. Oh, der ging in die eigenen Reihen. Ich befürchte, dafür gibt es Punktabzug. Hoppla. War keine Absicht. Okay, das war wirklich abgrundtief schlecht. Das kannst du besser, Partner. Probieren wir's doch nochmal mit Tastatur und Maus. Mal gucken, vielleicht bin ich da ja besser. Ich mach das mit der Sniper nochmal. Oh Gott. Okay, meine Empfindlichkeit ist gar nicht richtig. Komm. Du bist ein Künstler, Partner.
Ja, hier haben wir jetzt halt das Problem, dass die Empfindlichkeit ein bisschen zu niedrig ist. Aber ich stelle das jetzt nicht extra um für den Shooting Range. Das lasse ich. Alt-Zoom, Alter. Was ist das denn für eine Steuerung? Bin so froh, dass ich mit Controller spiele normalerweise. Das könnte ich mir echt nicht geben die ganze Zeit. Die Vortex spielt das ja mit Maus und Tastatur. Weiß ich nicht. Könnte ich nicht. Zumindest nicht mit der Belegung. Okay. Das war auf jeden Fall schon mal besser. Na gut, ich würde sagen, lassen wir das. Gucken, kann ich hier was einlösen? Talismane. Talismane können an jeder beliebigen Schreibmaschine über Koffer anpassen gewechselt werden. Ah, okay, das gibt mir einen dauerhaften Bonus. 15% häufiger Herstellungsbonus auf Magnum Money. Maria. Okay, cool. Kann ich den jetzt auch ausrüsten? Werde ich wahrscheinlich automatisch ausgerüstet haben, ne? Naja, ich gehe erstmal wieder hoch. Kann ja bei der Schreibmaschine gleich mal gucken. Hier, Koffer anpassen. Nee, habe ich tatsächlich noch nicht ausgerüstet. Mache ich jetzt einfach mal. Der hier? Oh, warte mal, der ist auch nicht ausgerüstet. War der die ganze Zeit nicht ausgerüstet? Lol. Okay, ich habe die ganze Zeit gar keinen Bonus bekommen. Ah doch, hier oben. Hier ist nochmal ein Herstellungsbonus auf Pistolenmuni. Okay, hatte ich den die ganze Zeit schon oder habe ich das einfach nur... keine Ahnung. Na gut. Jetzt aber ab zur, Kirche. Warte mal, wo waren die überhaupt? Hier hinten musste ich lang, ne? Ich glaube, das ist richtig. Ich könnte mich auch irren. Warte mal, ich guck mal lieber nochmal. Ne, ich bin richtig. Aber ich hätte es mir auch einfacher machen können und mit dem Boot hier rüberschippern. Na, egal. Wobei, komme ich da überhaupt dahin? Ich weiß es gar nicht. Ich bin schon wieder lost. Naja, ist ja auch egal. Warte mal, was haben wir hier? Habe ich dafür einen Schlüssel? Oh ja, der passt da rein. Okay. Schmetterlingslampe, da kann ich wieder ein Schmuckstück einsetzen. Gucken wir gleich mal. Die Runden. Okay, ich habe gerade gar keine mehr. Dann eben nicht. Ist okay. Muss ja auch nicht. Oh. Shit. Gloria a las plagas. Gloria a las plagas. Ach du Scheiße! Ja, das ist der Bree, den ich meinte vor ein paar Parts. Auf den ich überhaupt keine Lust hatte. Mach, dass du wegkommst. Komm mir ja nicht zu nah. Ja. Nein, lass mich. Ja. Schnell ins Haus. Schnell looten. Leon, beeil dich. Du hast keine Zeit. Schön Muni. Ja, er legt das Haus zusammen. Das hat er damals auch schon getan. Ich find's immer noch nicht gut. Oh Gott, okay. Du hast auch Würmer? Du hast auch Würmer? Ach ja, Leon, er bleibt selbst in solchen angespannten Situationen ganz ruhig. Oh Gott, lauf, lauf, lauf. Ich sollte mir ein Beispiel an ihm nehmen. Na komm, drauf da oben. Ja, da ist er. Das ist mein Junge. Ich lieb dich. Ich nehm dich mit. Ah, ich kann da hoch, ich kann da hoch. Reiß raus das Ding. Alter, wie das sogar so ein hässliches Maul hat. Widerlich. Scheiß Plager. Ja, Wolfi. Wir machen das. Du willst helfen?
kommt mir ganz gelegen. Ja! Ein Feini! Ja, ein Feini! Oh Gott, pass auf! Pass auf, Junge! Lass ja den Wolf in Ruhe. Oh. Okay. Guter Junge. Du sagst es, sehr guter Junge. Ich nenne dich Kane. Oh. Perfekt. Oh, no, oh Gott. Oh Gott. Das hat mich gerade ein bisschen rausgebracht. Da macht man einmal den Nicht-Stören-Modus nicht an. Huh. Okay. Erstmal ein Erste-Hilfe-Spray. Und ich glaube, es wird Zeit für die Shotgun. Wobei, wir haben wenig Muni. Ich könnte einen Nade schmeißen. Wann wäre es angebrachter als hier? Oh Gott. Explodiert das Ding auch mal? Oh Gott, Alter. Ich hasse dich. Ja, ruhig bleiben. Und ran da. Abschneiden. Weg mit dem Ding. Oh nein, mein Messer. Verdammt. Es läuft aber auch nichts nach Plan. Okay, ich habe gleich keine Pistolenmuni mehr. Das wird kritisch. In den Häusern ist doch bestimmt noch was drin. Warte mal, hier in den verbliebenen. Erstmal rein. Ich habe vollstes Vertrauen in Kane. Der macht das. Oh Gott. Lass mich in Ruhe. Okay, komm, jetzt aber. Puh. So will ich das sehen. Jetzt bist du nicht mehr so groß und stark, was? Beinahe wäre ich als Briefmarken hier geendet. Und Leon hat wieder die besten Sprüche. Okay. Jetzt aber zur Kirche. Aus irgendeinem Grund immer noch sehr leise. Naja. Lässt sich wohl nichts machen. Puh, okay. Der nächste Bossfight abgeschlossen. Spoiler, das wird nicht der letzte sein, den wir in diesem Spiel sehen. Also hoffe ich. Jedenfalls. Es würde mich wundern. gut, hier hatten wir alles. Ich will jetzt ja nichts übersehen. Da vorne war noch ein Spalt, da bin ich mir nicht sicher, ob wir da schon mal waren. Ja, du bist ein Feini, ich hab dich so lieb. Dich nehme ich mit nach Hause, wenn das alles hier vorbei ist. Guck mal hier, was haben wir denn hier so Schönes? Erstmal natürlich ein Haufen Kadaver, was noch von der Kuh übrig ist. Ein Seidenkristall und... Zuchttagebuch. Was zu lesen. Was ist mit meiner Cam, Alter? War die gerade lila? Du Scheiße. Hier haut schon wieder was absolut nicht hin. Aber gut, wir haben die Folge eh gleich durch. Ich lese das hier jetzt noch. 6 Monate. Seine Zähne kommen gerade erst durch. Und doch schiebt es sich alles in der Nähe in den Mund. Es kann auch nicht laufen. Hat aber einen Hund im Ganzen verschlungen. Oh, das ist sad. 9 Monate. Es überragt mich bereits, doch es wächst weiter. Das Gemeindehaus wird ihm zu klein. 10 Monate. Selbst nachdem ich es in den Steinbruch gebracht habe, wächst es noch. Mittlerweile verschlingt es eine Kuh in nur 3 Tagen. 13 Monate. Es kann mit unseren größten Äxten herumwedeln wie mit einem Zweig. Und heute hat es beinahe einen der Männer aus dem Dorf verschlungen. Es bekommt nicht genügend Futter. 17 Monate. Es sind nur noch wenige Kühe übrig. Wenn das so weitergeht, verhungert das ganze Dorf. Wir haben bei der Burg um Hilfe gebeten und sie haben die Kreatur mit einem Zauberspruch in Schlaf versetzt. Hoffentlich wacht sie so schnell nicht wieder auf. Ja gut, bis wir kamen, ne? Die Amis, sie sind wieder schuld an allem. Wie immer. Okidoki, Leute. Ich würde sagen, wir verabschieden uns noch von Kane. Mal gucken, ob der noch irgendwie, man da noch interagieren kann. Hey, Kumpel. Danke, Kumpel. Danke, Kumpel. Ja, du sagst es, Leon. Und mit diesen abschließenden Worten würde ich sagen, das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye.